Willkommen zum Ghost Hunter Podcast für den September 2010. Wir haben heute drei interessante Interviews. Einmal mit Alexander Maloney, Kameramann von Ghost Hunter Germany. Dann mit Angelika Köllner, Investigatorin bei Ghost Hunter Germany. Sie wird uns einiges zur im Februar durchgeführten paranormalen Untersuchung auf Burg Frankenstein erzählen. Und dann als letztes mit Carola Kauro von SRT Leipzig. Sie hat eine Menge Tests durchgeführt zum Thema Orbs und wird uns dazu etwas erzählen. So, wir machen den Anfang mit Alex, Kameramann von Ghost Hunter Germany. Hallo Alex. Hallo Timo. Dann erzähl uns doch gleich mal als erstes, wie du zu Ghost Hunter Germany gekommen bist. Ja, das war eigentlich mehr oder weniger durch meine Freundin. Die hat starkes Interesse am Paranormalen oder besser gesagt nicht gewöhnlichen. Sie ist da sehr belesen und hat wirklich da auch ein großes Grundwissen. Und dadurch, dass sie sich dann einer Gruppe angeschlossen hat, und leider selber keinen Führerschein hat, war ich mehr oder weniger erst der Fahrer. Und ja, das hat sich dann weiterentwickelt zum Teammitglied sozusagen, weil ansonsten war ja keine Aufgabe für mich vorgesehen. Und dann hat mir dir einfach eine Kamera in die Hand gedrückt. So in der Richtung, ja. Ich wurde dann verpflichtet zum Kameramann, weil wie gesagt, zwei Hände, die noch frei waren, die wollten beschäftigt werden. Ja, und es macht mittlerweile richtig Spaß, bei der Gruppe mitzuarbeiten. Auf jeden Fall mal was Neues, eine neue Erfahrung. Wirklich interessant, vor allen Dingen, dass die Gruppe auch wirklich professionell da mit dem Ganzen umgeht. Also okay, und du als Kameramann, als mehr oder weniger passives Mitglied einer paranormalen Untersuchung, wie nimmst du diese ganze Sache wahr? Also was für Eindrücke hast du von einer Untersuchung? Als doch relativ gut organisiertes, ja, wie soll man das sagen? Es ist relativ straff durchorganisiert. Es weiß jeder, was er zu tun und zu lassen hat. Genau abgesprochen, was wo gemacht wird, was wo aufgestellt wird an Equipment und was an Forschung betrieben wird. Und halt auch, um es dementsprechend auch zu widerlegen. Ghost Hunter Germany selbst ist ja eigentlich eine sehr skeptische Gruppe, die eigentlich versucht, ihr Spuk auf natürliche Weise zu erklären. Hast du vorher an paranormale Dinge geglaubt und hat sich durch die Arbeit mit Ghost Hunter Germany an dieser Einstellung irgendwas geändert? Nein. Also ich bin definitiv ein Ungläubiger und ich möchte mich da, wenn dann, eines Besseren belehren lassen, so ungefähr. Also ich gehe da völlig... Ich gehe völlig unvoreingenommen an die ganze Sache ran. Wenn es denn wirklich mal zu einer Sichtung oder was kommen sollte, okay, dann werde ich dementsprechend das Ganze hinterfragen und werde versuchen, halt zu widerlegen, ob es ein Fake ist oder was auch immer. Und ja, also ich gehe da dem Ganzen recht unvoreingenommen entgegen. Die Gruppe hat ja die Motivation, in erster Linie Forschung zu betreiben und dabei, wenn es geht, Menschen zu helfen. Hast du denn eine ähnliche Motivation oder schließt du dich der Gruppe damit einfach an? Wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich Anhängsel bin, motiviert mich im Prinzip dazu jetzt nicht wirklich viel. Ich denke mal, für einige Leute ist es wirklich wichtig zu erfahren, ob es ein Leben nach dem Tode gibt oder was auch immer, ob es da wirklich was gibt. Ich bin da in der Beziehung absolut unmotiviert, weil ich bin da nicht wirklich ein Gläubiger. Und von daher, natürlich gibt es bestimmt für einige Leute da Fragen, die beantwortet werden wollen oder für manche sogar müssen. Trifft für mich jetzt nicht so. Ich bin da ja relativ wissensunlustig, so ungefähr auf gut Deutsch, ob es denn wirklich was gibt. Für mich persönlich gibt es da eigentlich nichts. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Alex. Und wir machen gleich weiter mit Caro. Sie hat sich mit dem Thema Orbs intensiv beschäftigt und da brennt uns natürlich gleich die Frage unter den Nägeln, Caro, was sind denn Orbs? Bei Orbs handelt es sich hauptsächlich um kreisförmige, transparente oder auch leuchtende Gebilde, die auf Fotos vorkommen. Nun glauben ja viele Spiritisten, dass diese Geisterflecken auf Fotos umherwandernde Seelen von Verstorbenen sind. Was hältst denn du von dieser Theorie? Nicht viel. Ich glaube nicht, dass es Geister sind. Nein. Sogar manche Spiritualisten, die dann die den Orb als Engel bezeichnen, als Form. So, jetzt habt ihr ja eine Menge Tests gemacht. Und was war denn der Hauptbeweggrund für diese Tests? Was wolltet ihr mit diesen Tests überhaupt herausfinden? Bei den Tests ging es darum, dass wir einfach einen Beweis für uns selber haben, dass Orbs auch ein natürliches Phänomen sind, wie zum Beispiel Staub, Pollen und so weiter. Ja, die eine Theorie besagt ja, dass es sich dabei um Staub und kleine Pollen handelt. Und da ich ja damals nicht geglaubt habe, dass wirklich so ein Mikrometer von Staubpollen auf dem Foto sichtbar werden kann, haben wir einfach
sind wir einfach nachts raus, wir haben vorher noch den Staub gesammelt in kleinen Behälter und Pollen einzeln und haben dann nachts Bilder geschossen mit Blitz und haben währenddessen den Pollenstaub vor die Kamera gestreut. Und das erste Bild hat eigentlich gleich gezeigt, dass das wirklich stimmt, dass es sich dabei um Pollen und Staub handeln kann. Ah ja, interessant. Und haben diese ganzen Tests, die du jetzt gemacht hast, haben die deine Einstellung zu Orbs in irgendeiner Weise verändert? Also was Orbs auf Bildern angeht, glaube ich, dass das wirklich ein natürliches Phänomen ist. Auf Videos könnte ich es nicht genau sagen, weil da gibt es ja wirklich noch ein paar Dokumentationen, wo man mit Sicherheit sagen kann, dass es handelt sich dabei nicht um Staub oder Pollen. Insekten wäre eine Möglichkeit, ja. Aber es gibt halt wirklich so bestimmte Videos, die sind halt ein bisschen zum Rätseln. So, ich bedanke mich bei Caro und wir kommen gleich zu Angelika Köllner, die uns etwas über die im Februar durchgeführte PU auf Burg Frankenstein erzählen wird. Hallo Angelika. Hallo. Ja, hi Angelika und gleich die erste Frage. Wie kommt man dazu, auf Burg Frankenstein eine PU durchzuführen? Das war so, dass wir sozusagen als Beratung für ein TV-Produktionsteam dort waren. Ja gut, dann erzähl uns mal was darüber. Also wir waren erstmal auf der Burg mit diesem TV-Produktionsteam, haben uns auch angeguckt, was die vorhaben, worauf die ihre Sendungen begründen wollten. Und aufgrund dessen haben wir uns, oder beziehungsweise ich mich dann mal ein bisschen schlau gemacht, was die Burg Frankenstein überhaupt für einen Hintergrund hat, geschichtlich. Und auch, was da in letzter Zeit oder seit längerem schon noch an Legenden erzählt wird. Und ja, habe das mal ein bisschen durchforscht. Ja gut, soweit ich weiß, wurden da ja bereits Untersuchungen von anderen Gruppen durchgeführt. Es wurde erstens mal auch schon von Ghost Hunter Gruppen hier aus Deutschland dort was gemacht und Ghost Hunters International waren auch da und haben eine PU gemacht. Und gab es denn da irgendwelche nennenswerte Ergebnisse? Bei der Sendung haben sie ein bisschen was entdeckt. Soweit ich weiß, hatten sie EVPs und sie hatten auch Vorkommnisse dort in der Kapelle, wo wir dann später auch waren und uns das Ganze mal angeguckt haben, ja, und werden das entsprechend auch dann in den Bericht schreiben, was wir rausgefunden haben. Und ist das irgendwie abweichend von dem, was die anderen Gruppen gefunden haben? Sagen wir es mal so, es ist möglich, dass wir da Erklärungen für gefunden haben, ja. Okay, Angelika, und ein Fazit, ohne dass du uns zu viel verrätst? Es hat sich herausgestellt, dass die Arbeit, die Beschäftigung mit dem Hintergrund der Burg und mit der Geschichte wirklich sehr interessant ist, weil es in letzter Zeit da auch zu Widersprüchen gekommen ist. Und die nachzuvollziehen hat auch viel Spaß gemacht, war sehr faszinierend. Und man hat jetzt da gemerkt, dass hinter so einer einfachen Burgruine doch wesentlich mehr stecken kann, als man sich auf den ersten Blick vorstellt. Okay, ich bedanke mich und wir sind damit am Ende des Ghost Hunter Podcasts im September 2010 von Ghost Hunter Germany. Den nächsten gibt's dann wieder im Oktober und wir hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer und Zuhörer. Bis dahin macht's gut und lasst euch nicht vom schwarzen Mann erschrecken.